Herzlich willkommen, Leute. Hier ist euer Sebastian, euer Gamer Neighbor mit einer weiteren Folge Let's Play Gwent The Witcher Card Game. Und zwar möchte ich mit meinem Deck noch kein Name, so heißt es, denn das Deck hat tatsächlich noch keinen Namen. Mir fällt da noch nichts so wirklich Passendes oder Treffendes ein. Mein Nilfgaard-Deck mal jetzt weiter in der Rangliste spielen. Ich möchte allgemein jetzt mal gucken, mal wieder hier ein bisschen in die Rangliste zu kommen, weil im Grunde fehlen mir ja gerade mal nur knapp 2 Siege, um jetzt mal endlich wieder hochzukommen. Das sollte doch mal drin sein, besonders das Deck an sich nicht schlecht oder schwach ist. Vielleicht irgendwo noch ein paar Änderungen, aber da muss ich natürlich nochmal reinschauen. Ihr seht, was ich drin habe. Wie soll man sagen, das Deck verfolgt kein einfaches Prinzip. Also es hat zwar mit den beiden Karten schon die Combo halt, mal öfters die Heldenfähigkeit benutzen zu können, um damit die gebufft werden, dann eventuell natürlich mit den beiden Chapeuren wieder eine Karte mit drüber zu nehmen, mal hier wieder was aus dem Friedhof snacken, zweimal der Spion ist eigentlich schon fast must have in so einem Nilfgaard-Deck, da sie ja schon pushen. Fake Ciri ist drin, weil Fake Ciri einfach nützlich und gut ist, außer man spielt gegen Fressdeck, dann ja, Pech für uns. Wilge Forts habe ich tatsächlich drin. Er kann tatsächlich durch Plötze so eine Art, also zumindest wenn man Plötze durch irgendwas anderes schon mal gerufen hat, er ist ganz gut. Entweder eine richtig schön hochgepumpte Karte des Gegners weghauen, wenn man halt nicht riskiert, also man muss halt ein bisschen risky spielen, wissen, ob es sich jetzt lohnt, eine Karte von ihm zu zerstören, ihn aber dafür eine ziehen lassen oder bei einem selbst das zu machen, weil man eventuell so Katapulten noch übrig hat und, was man nicht mehr braucht. Oder vielleicht auch den, wenn der Doktor sein Werk getan hat und ihn dann zu verbrennen, um eine Karte zu ziehen, ist an sich ja nicht schlecht. An sich nicht schlecht, die Karte. Und natürlich die Ciri ist drin, dass wenn man sie in einem Turn spielt, wo man verlieren möchte, verlieren will, das ist ja das, was immer gut in meinem Deckprinzip passt, weil ich nie 2 Runden hintereinander eigentlich gewinnen möchte, sie dann wieder auf die Hand zu bekommen, um dann wieder natürlich in den nächsten Zug wieder neu ziehen zu können und so mit deinem Kartenvorteil von 1, 2 oder wie ich jetzt sogar öfter schon mit dem Deck habe, sogar einen Kartenvorteil zu haben. Und dann natürlich mit dieser Möglichkeit schön die obersten 3 Karten ansehen, dann eine davon ausspielen und dann mit ihm eventuell in der letzten Runde oder wenn der Gegner noch gepasst hat, wie auch immer, dann unseren Share zu benutzen. So, speichern zurück. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt hier in die Rangliste rein. Und dann würde ich sagen, wünsche ich viel Spaß bei den kommenden Folgen und Runden, Leute. Meine Männer wissen, was ein Opfer ist. Meine Männer wissen, was ein Opfer ist. Nein, abbrechen. Karten dann verbergen. Muss nicht Wetter sein. Also ein Wetter behalten wir auf jeden Fall. Könnte ein Fressdeck sein. Also allgemein sieht das hier noch gerade ganz zuversichtlich aus. Behalten wir erstmal, obwohl ich möchte vielleicht einen davon weg. Und das sieht sogar dann noch besser aus. Ja, ich hätte am liebsten jetzt eine Ciri gezogen, aber habe ich nicht bekommen. So, jetzt kann uns vielleicht schon die erste Karte sagen, die er ausspielt, was er spielt. Okay, er spielt Wetterdeck. Da hat sich das schon mal erledigt. Komm, er darf noch mal eine ziehen. Meine Kraft untersteht deinem Befehl. Nee, mein Wetter. Und er zieht noch einen Nebeling. Und jetzt ruft er Nebel. Okay. Schön für ihn. Dass ich gerade keine Ciri gezogen habe, macht mich gerade ein bisschen fertig. Weil ihr wisst ja, wie ich dazu stehe, die erste Runde zu gewinnen. Nämlich, ich stehe gar nicht dazu. Ordnung, wir triumphieren! Okay, er revealed, dass ich ein Wetter habe. Das ist jetzt Semi. Schade, dass er nicht erst beide gleichzeitig gespielt hat. Das hätte mir tatsächlich besser gefallen. Ha! Tatsächlich. Das Problem ist, gegen ich müsste. Hätte, Fahrradkette.
Wen lege ich mir oben drauf? Was könnte ich gebrauchen? Ich müsste in einen Kartenvorteil geraten. Ja, Wilgefotz an sich nicht, keine schlechte Möglichkeit. Ich sehe jetzt gleich schon Frost, wie Frost runterkommt. Wetter ist halt immer noch ein Problem. Das hat er also vor. Und dann werden eventuell jetzt gleich noch ein paar Reiter gespielt. Na gut, ich weiß ja, wen ich gezogen habe. Das ist meine natürlich... Männer wissen, was ein Opfer ist. Oh, das ist ja sogar noch besser. Da liegt sie sogar. Hallo, mir schwart Übles. Das heißt, jetzt muss ich wieder die Runde nicht gewinnen und kann sie später. Na, 1, 2, 3, neu ziehen. Der Tod ist gekommen. Das hat sie natürlich einigermaßen in die Hände gespielt. Aber warte mal, wir. Nicht hätte er tun. Wir. Ja, genau, wollte ich sagen. Wir spielen hier nochmal ein bisschen aus. Ah, verdammt. Jetzt ist natürlich überhaupt nicht das passiert, was ich wollte, was passiert. Ah, goddammit. Wieso gibst du jetzt auf? Du hast doch so viel draußen liegen gehabt, ey. Egal. Dann tatsächlich die erste Runde jetzt gewonnen. Okay. Ach, mir gefällt das trotzdem gerade ganz und gar nicht. Ein doofes Wetter. Eventuell nichts mit in die nächste Runde nehmen. Das sieht auch schon mal nach etwas aus. In Affen! Das Problem ist jetzt, dass ich natürlich in keinem Kartenvorteil bin. Und das ist jetzt gerade weniger das Problem. Den einfachen Leuten gilt meine Sorge. Ich habe ein... Oh, dass da jetzt so ein und Zweier im Weg sind, das ist echt ein Problem. Das ist echt ein sehr, 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 sehr heftiges Problem. Muss ich es riskieren? Ich muss es eigentlich, ne? Rein theoretisch bringt mir das dann, glaube ich, mehr. Wenn ich die Einser und die Dreier dann weggebautzt kriege. Es ist einfach nicht worth it gerade hier, was passiert, aber ich muss es. Ach, ich muss es ja gar nicht. Stimmt, ich muss die Runde ja gar nicht gewinnen. Oh Mann. Okay, dann war es jetzt doof, das so zu spielen. Ach, shit. Oh, shit. Das Problem ist, ich komme aber in keinen Kartenvorteil. Dann passen wir jetzt hier mal. Das heißt, jetzt schon mal eine Verschiebeeinheit, so ich verschiebe da und mach Wetter weggehauen. Das heißt, okay, aber das ist keine 7er, also er behält wie ein 7er. Zumindest fängt er jetzt an, das gereicht mir schon mal zum gewissen Vorteil. Boah, okay, ich kann ja neu ziehen. Entweder mir natürlich 12 geben oder ein Nebelling. Alten Nebelling. Kommt drauf an, was er spielt. Er spielt natürlich erstmal Frost wie eine Bitch.
Damit habe ich aber aktuell gerade etwas weniger das Problem. Ich habe hier gerade ein kleines Problem. Mein Gott, nervt mich das hier gerade ab, ey. Ich würde gern wissen, was er spielt, aber ich weiß es nicht. Na, nehmen wir ihn erstmal den 7er weg. Es ist doof zu wissen, wenn er das einfach so viel Wetter haben kann. Das ist echt ein Problem. Dass ihn jetzt noch nützlich zu spielen, ohne dass er sich noch mehr gratis Wetter holen kann, ist auch ein Problem. Nein, bitte benutze es. Oder spiel Nebel. Spiel wenigstens Nebel, dann wüsste ich, was ich da hinhauen kann. Oder er ist so schlau und spielt Regen aus irgendwelchen Gründen. Oder er ruft sich eine Einheit. Denkst du, die Kuh wäre jetzt dadurch gestorben oder was? Oh Mann, ey. Wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, wir machen das jetzt auch so. Welch faszinierender Fall. Und er trifft den Falschen. Naja. Und jetzt kommt ein Soldat der wilden Jagd. Es gibt keinen. Welch ein Zufall aber auch. Yeah. Und meine Scorch ist jetzt nutzlos. Ach mein Gott. Da hätte ich auch vorher dran denken können. Aber habe ich nicht. Boah, das ist, ich spiele jetzt gerade so Risiko, ne? Das glaubt ihr gar nicht. In Arfen! Oh, what the fuck? Oh, das ist. Okay. Der Typ macht mir auch. Das mit der Scorch ist echt gerade ein sehr hartes Problem. Ein unglaublich hartes Problem. Ich muss es so spielen. Wie du willst. Und wenn er jetzt einen Soldaten der wilden Jagd hat, dann drehe ich am Rad. Dann drehe ich garantiert am Rad. Verdammt. Oh ja, ist klar. Es ist so klar. Es ist so OP. Es ist einfach... Eine interessante Wahl. Einfach OP. Es ist einfach... Barbaren. Ja, wow. Och Mann, ist das OP. Ja. Leute, guckt euch OP-Wette an. Es ist unendlich OP. Man kann nichts dagegen tun. Man kann es einfach nicht. Man kann nichts gegen OP-Wetter tun. Es ist einfach immer noch zu stark. Was nützt es mir, wenn ich zweimal Wetter habe und er wie oft jetzt Wetter rufen kann? Sagt's mir. Sagt es mir. Wie oft kann er es? Wenn und dann... du Frieden willst, bekommst du wow, Fake. Jetzt. Jetzt kommt Fake Ciri. Jetzt. Und jetzt zeigt mir die letzte Karte. Zeig sie mir. Ja, und da hätte er noch was verschieben können. Leute, wie OP das ist. Es ist einfach zu OP. Barbaren. Ja, so komme ich nie in der Rangliste hoch. Durch so eine... Ich habe mich schon damals über Wetter aufgeregt. Ich kann mich immer noch über Wetter aufregen. Und er kriegt kein GG von mir. Kriegt er nicht. Wetter ist eine billige Scheiße, die einfach immer noch nur rausgehaut werden muss. Mehr ist das nicht. Es ist traurig, widerlich und billig. Und minus 36. Ich möchte Rang 8 kommen. Ist das denn zu viel verlangt? Leute, es ist doch nicht mehr, es ist doch witzlos. Nicht jeder Kampf es ist doch witzlos.
Jetzt kriege ich hier noch mehr Wetter, oder was? Noch mehr! Noch mehr Wetter! Weil es das ist, was ich unbedingt brauche. Noch mehr Wetter! Noch mehr! Ja, wisst ihr, was ich mir dachte, was mir fehlt, wenn ich in Rangliste gehe? Noch mehr Wetter! Okay, ich kann mich auch täuschen. Ich spiele auch Monster-Fress-Deck und hab den Commander drin. Aber passt auf! Was kommt? Was spielt er? Er spielt... Oh, shit, der Rübser kam nicht raus. Komm, komm! Komm! Oh, die Mumen. Ein sehr starker Start von ihm. Und ein noch so nerviger für mich. Ich hab dich gewarnt. Das Problem ist, wenn ich ihn jetzt meinen Spion gebe, reicht's nicht. Oh, er spielt ein Fressdeck, Leute. Passt auf. Passt auf, er spielt ein Fressdeck. Ergib dich, das spart Zeit. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, dieser starke Anfang mit dem Moom ist echt heftig. Oh, die Bomb, die kann, das kann mir später unendlich das Leben retten, ey. Aber so unendlich das Leben, das glaubt man mir gar nicht. Oh, eine Scorch, das kann sogar tatsächlich auch nützlich sein. Tatsächlich? Das gibt es ja gar nicht. Ja, dann breed mal da deinen Scheiß aus. Für das Kaiserreich bringen wir alle Opfer. Problem ist, dass ich gerade kein gutes Wetter habe. Clear Skies, das ist das, was mir gerade fehlt. Weil er dann meine Typ mir einfach down machen kann mit seinem Wetter. Ach stimmt, der spielt ja Fressdeck, ey. Wenn ich Pech habe, wird er mir die Ciri gleich ganz schnell wegmümmeln. Danach hat er wahrscheinlich gerade auch gesucht. Neem Rateut! Wenn ich Glück habe, versucht er wie verrückt, jetzt diese Runde zu gewinnen. Aber selbst dann wird's immer noch böse. Sehr böse. Zu böse. Na, da frisst er jetzt die Fake-Ciri. Ja, gegen Fresse. Es ist unglaublich, ey. Gegen was für stupide Decks man hier spielt. Man kann nicht gegen ankommen. Es funktioniert halt einfach nicht. Und jetzt habe ich noch nicht mal eine scheiß Kuh. Ich habe noch nicht mal eine scheiß Kuh. Die mir hätte auch vorher schon den Arsch retten können. Äußere einen Wunsch und ich erfülle ihn. Oh, natürlich kriege ich eine Ciri. Ich habe jetzt schon wieder verkackt. Ich komme dagegen nicht an. Was hier los ist in der Rangliste? Mein Deck... Ja, er kann natürlich jetzt einfach passen. Er kann natürlich problemlos jetzt einfach passen. Und ist so mit dem scheiß Kartenvorteil auch noch. Weil es so stark ist. Meine verfickte Fresse noch einst. Jetzt mal im Ernst, was soll ich dagegen tun? Ich kann ein Scheißdreck dagegen tun. Die Revolution ist unvermeidbar. Nur eine Frage der Zeit. Ein Scheißdreck kann ich dagegen tun. Einen verschissenen Scheiß-Kackdreck. Das kann ich dagegen. Ich kann nichts dagegen machen. Ich kann gar nichts dagegen machen. Warte mal, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, das wird nicht reichen. Na, reicht nicht. Oh, meine Fresse. Ich hab dich gewarnt.
wie viel ich jetzt rausspielen muss, wie viel ich jetzt benutzen muss, um da überhaupt hinterherzukommen. Das ist so armselig. Nächster Tattoo. Und es trifft den Falschen, aber egal. Ich musste jetzt zwei Karten. Es ist traurig. Das ist so unendlich traurig. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Zieht es euch einfach rein. Und er ist auch noch im Kartenvorteil. Und besonders wird er gleich noch irgendwas vernaschen können. Da bin ich mir sicher. Brauche ich ihn? Ich glaube nicht. Ja. Ach, warte mal. Pass auf, es wird jetzt gefressen. Er hat so viel auf der Hand. Natürlich hat er eine Antwort drauf. Natürlich hat er eine Antwort drauf. Wieso sollte er keine Antwort darauf haben? Mein Gott, ich gehe nur im Rang runter. Mein Gott, ey. Das Deck ist eigentlich gut. Ich habe schon so oft damit privaten Quickplay gewonnen. Aber hier in der Rangliste spielen sie einfach wieder die krassesten, behinderten, stupidesten Decks, mit denen man einfach nur spielen kann. Mein Gott, die spielen nicht ein Deck, was ihnen Spaß macht. Die spielen Decks, die einfach nur ein auf den Sack gehen. Mehr ist das hier gerade nicht. Meine Fresse, ey. Und ich komme hier nicht vorwärts. Ich komme hier nicht vorwärts. Meine Fresse, geht mir gerade Rangliste auf den Sack, ey. Da lache ich doch. Besonders, ich habe ja nur Bullshit. Ich habe, wie viel er hat. Er hat so viel. Und ich konnte nur so wenig dagegen machen. Es ist so OP. Es ist einfach so OP. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Er wird als letztes auch einfach Wetter spielen und jede Reihe, die mir auf den Sack geht, einfach kaputt machen. Das ist ja das Krasse daran. Das ist ja das unendlich Krasse daran. Wenn du Frieden willst, bekommst du Krieg. So, entweder kannst du es jetzt fressen oder nicht. Oder so. Soll mir recht sein. Soll mir verfickt nochmal recht sein. Gerecht zu sein ist mein oberstes Gebot. Jetzt friss endlich! Schon mal etwas. Fehlt aber was. Ich glaube, ich komme nicht hinterher. Das ist miese gerade. Meine Verschreibung. Adalas. Na. Oh. Oh Mann. Da bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig als die Bomben, weil ich glaube, er kriegt jetzt nichts. Außer er würde jetzt endlich so einen noch spielen, aber das hat er bestimmt schon längst gemacht. Das hat er dann auf die Kuh gemacht. Und dann kann er mir auch gleich einfach hier einfach. Jetzt spielt er eine Kuh. Jetzt holt er meinen Katapulttypen. Meine Kraft untersteht deinem Befehl. Ja, das ist aber nett von ihm. Nochmal eine Galgenfrist hier bekomme, das gibt's doch nicht, ey. So ist es natürlich auch eine Möglichkeit. Bitte friss, bitte mach irgendwas, was stärker ist als 10. Oh, bitte. Oh, es ist nicht stärker als 10. Was war daran so schwer, etwas stärker als 10 zu machen? Was war daran so schwer? Scheinbar sehr viel. Da kriegen sie auch nur 6. Würde ich den hier die bomben, geht's runter, dann frisst er wieder was, dann sind sie aber nur bei 6. Leck mich, ey. Es nützt nichts, es nützt nichts. Ich hab verkackt. Ich habe verkackt. Weil ich wieder mit dem Deck dagegen nicht ankomme. Entweder liegt zu viel Wetter auf dem Deck oder er kann einfach mit purer Masse mir auf den Sack gehen. Mit purer verfickter Masse. Ja, ich brauche schon nichts machen. Ich kann nichts mehr machen mit nur einer Karte. Es nützt nichts. Es nützt nichts. Er hat 3 Karten mehr als ich. Naja, wow. Jetzt hat er was Größeres. 1, ey. So, bitte. Es wird ja jetzt so schwer, mit den restlichen 3 Karten hier wieder aufzuholen.
Ah, wir müssen alle Karten nerfen, die es gibt. Aber Monster darf da immer noch draußen rumrennen, okay? Das Deck wird bald so nicht mehr verfügbar sein. Gott sei Dank. Hey, Sebastian, du hast es ja selbst. Aber seht ihr mich da mit der Rangliste rumrennen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bitte hab Frost auf der Hand. Okay, es wäre dumm, wenn er Frost auf der Hand hätte. Das wird kein Schwein machen. Aber ich fänd's geil. Oh, er hat eine D-Bomb. Welch ein Zufall. Wieder verloren. Wieder geht's runter in der verfickten... Oh, guck mal, was da noch mehr. Da, Molte Bene. Was soll ich machen? Ich werd nur gefickte Scheiße hier. Ja, klar. Noch heftiger geht's ja nicht. Und ich gehe runter in der verfickten Rangliste hier. Weil es ja in meinem Rangbereich nur Noobs gibt. So, komm, zeig mir die Punkte. Oh, minus 36. Oh, schon wieder fast 300 Punkte von Rang 8 weg. Wenn du Frieden willst, bekommst du Krieg. Oh, danke. Jetzt, guck mal, ich hab einen Noob. Der ist Rang 6 und gerade mal Level 17. Dagegen kann ich doch nicht verlieren. Das wäre ja eine Schande, wenn das passieren würde. Wo kommen wir denn da hin? Wenn ich dagegen verlieren würde, Leute. Sagt's mir, hm? Das wäre auch ein Ding der Unmöglichkeit, wenn ich dagegen verliere. Glaub, kann, sag ich mal. Kann ja nicht angehen. Das kann nicht angehen. Vielleicht wird's ja auch so eine Art Mirror-Match, wer weiß. Das sag ich dazu. Auf 180 bin ich hier mal wieder. Oh. Wenn ich Wetter spielen würde, wäre ich wahrscheinlich schon Rang 1 Million in der Rangliste. Wäre ganz oben mit 1000 Wins und 1 Lose. Oh, wow, oh, ein Katapult. Na, was für ein Zufall aber auch. Mann, zum Glück habe ich ja angefangen. Wo würden wir da hinkommen, wenn jemand anders angefangen hätte? Weiß ich nicht. Vielleicht nicht hier. Merke dir. Ich weiß, pass auf, weil ich jetzt angefangen habe, drückt er mir jetzt 3 Kühe hintereinander in die Fresse. Um was wetten wir? Um was wetten wir? Ich wette euch darum 1 Million. Keine Kuh? Bist du dir sicher? Oder suchst du gerade nach ihr? Oder suchst du gerade nach der Kuh? Oh, du spielst den? Cool, den habe ich auch. Stell dir mal vor. Und weg ist sie. Guck mal, jetzt mach ich das auch. Guck mal. Und weißt du, was ich jetzt ganz schlau mache, um in Kartenvorteil zu kommen? So, da ist sogar schon die Ciri. Bleibt das so? Ist das dann unter den Top 3? Aber egal, ich will sie im Grunde sowieso ziehen. Aber dann kann ich mir einen anderen auch oben drauflegen. Ist das... Müsste das die Reihenfolge sein? Oder wird es nachgemischt? Nein, ich muss sicher gehen. Ich muss mal gucken. Wähle eine Karte aus deinem Deck aus. Mische dann dein Deck und platziere. Siehst du, so mischen. Also ich will Ciri oben haben. Damit ich sie jetzt gleich ziehen kann. Damit ich die erste Runde verlieren kann. Und im verfickten Kartenvorteil bin. Das ist jetzt hier meine Rechnung. Außer er gibt jetzt auf. Außer er gibt jetzt auf, nachdem ich Ciri rufe. Wir werden sehen. Meine Fresse! Wieso willst du meine Technik nicht unterstützen? Wieso? Wieso? Das Problem ist, wenn er jetzt aber gewinnen könnte aus irgendwelchen Gründen, dann wäre ich wieder am Arsch. Aber dann wäre ich im Kartenvorteil. Also passe ich jetzt. Mein Gott. Ich weiß nicht gerade, was ich gegen diesen Typen spielen soll. Wieso spielt man den Spion, wenn man sich den nicht wiederholen kann? Oder holt er sich den jetzt wieder? Wieso verfickt nochmal dachte? Wieso? Ich habe gedacht... Oh, meine Fresse. Ich sollte weniger nachdenken. Und jetzt ziehe ich diese scheiß Ziege, die ich jetzt nicht mehr brauche. Oh. Das ist doch dreckig. Obwohl, ich kann sie ja zum Glück zurück ins Deck nochmal mischen. Mann, hab ich ja Glück im Unglück gehabt, wa? Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Meine Prophezeiung ist immer... Was spielt der für ein Mischmasch-Deck? Sein Mischmasch-Deck ist natürlich scheinbar besser als mein Mischmasch-Deck. Ich kriege ja recht zu viel. Ich glaube, das kriegt er aber auch mit. Jetzt hat er natürlich seines... Oh, meine Gott! Oh! Jetzt natürlich ziehe ich diese Karte. Was, wo könnte er aber spielen? Komm, da. Komm, wer weiß. Vielleicht kann er ja nicht drumherum spielen. Weil er den ganzen Karten hier auf der Hand hat. Vielleicht passt er jetzt auch aber einfach auch. Und fickt mich dafür in den Arsch. Das wär's doch.
Du hast dich mit der falschen Zauberin angelegt. Ach, tatsächlich! Hier! Fick dich, nimm das! Wie wär's damit, hä? Oh! Das tut mir aber leid! Sie ist gestorben und das triggert trotzdem noch! Was geht hier gerade ab? Sie fliegt in den Friedhof und schießt noch mit ihrem verkackten Blitz aus dem Friedhof raus! Sicher das! Proof das! Mein Gott! Ja! Das ist schlimm, ist das hier! Ja. Damit hast du nicht gerechnet, Kollege! Damit hast du nicht gerechnet! Das sage ich dir! Arde. Halt doch dein Maul! Wieso geht der mir so auf den Sack, der Kerl? Wieso? Wieso gehen mir gerade alle auf den Sack? Kann mir erstmal jemand verraten? Hast du noch nie einen Katapult gesehen in deinem Leben zuvor, oder was? Barbaren. Oh. Oh. Oh, nein. Das hast du jetzt nicht getan. Das hast du jetzt nicht getan. Und wie du das nicht getan hast. Ich hab dich gewarnt. Aber er hat's getan. Pass jetzt einfach. Dann bist du sogar noch im Kartenvorteil von 1. Solchen Katapult. Ja, schön für dich. Heiti-teiti. Weißt du... Ach shit, ich muss das jetzt so spielen. Oh nein, es kann aber auch das Falsche treffen. Ich bin so ein Vollidiot. Treff das Richtige, treff das... Es trifft das Falsche! Ich hab falsch rumgespielt! Ich krieg grad so's Kotzen, ich krieg grad so's Kotzen, ey. Meint ihr das ernst? Fünf, sechs, sieben... Elf, elf, elf! Gegen verfickt nochmal elf! Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Halt deine dreckige Drecksfotzenschnauze! Meine Männer wissen, was ein Opfer ist. Ich muss jetzt in der Reihe spielen, wo es mir am meisten bringt, und hier ist ein Fünfer. Welch ein Zufall, aber auch. Was könnte ich spielen? Burak. Oh, es hat funktioniert. Die Rechnung ist ja echt aufgegangen. Welch ein Zufall, aber auch. Komm, ist jetzt sowas von egal. Hier. Oh. Das kann ja noch recht unterhaltsam werden, habe ich das Gefühl. Oh, natürlich hat er eine Seuchenkuh! Wieso sollte er sie nicht haben? Oh, wieso auf der Lane? Wieso nicht auf jeder anderen Lane? Wieso? Ich tue meine Pflicht. Oh, das wird witzig, meine Freunde. Wisst ihr, wie witzig das wird? Das wird sehr witzig. Die Teich sind noch nicht der Nachthimmel. Verneigt euch vor der rechtmäßigen. Oh! Das kann ja vielleicht noch was werden. Oder hat er noch was, um sie kaputt zu machen? Reiset die große Sonne! Elver hier. Ja. Ich würde gerne. Wenn du Frieden willst, bekommst du Krieg. Das bringt mir gerade am meisten. Oh, mir schwart Übles. Ha! Und ich kann meine Fähigkeit zweimal benutzen, du Volltrottel! Zweimal! Oh,
aber Ciri, ich krieg Ciri, Digga. Mir egal, wie viel Schaden du machst. Was ein Opfer ist. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh, du tust gut! Komm schon, Digga! Komm schon, Digga! Komm schon! Es zerreißt dich! Es zerfickt dich! Und ich zerstöre dich! So, so, jetzt guckst du an! Nein, es ist ein Unentschieden, weil er gepasst hat! Nein! Minus 13! Bei dem verfickten Unentschieden! Willst du mich etwa gerade verarschen? Minus 13 Punkte nach so einem Match! Wieso krieg ich Minuspunkte? Wieso nicht wenigstens 0? Wieso werde ich nicht dafür geordnet? Und mein Gegner, dass wir auf gleichem Punktstand geblieben sind. Warum kriegen wir wenigstens nicht plus 13? Dafür, dass es ja scheinbar so krass war, dass es ein verficktes Unentschieden war. Aber nein! Du kriegst hier noch verfickte minus 13! Nachdem du von Monster den Arsch aufgerissen bekommen hast, weil es ja so viel Skill brauchte, Wetter rauszuhauen oder die ganze Zeit alles zu fressen, was dir in die Quere kommt. Oh mein Gott, welch ein Skill, welch ein verfickter Skill man dafür braucht und haben muss. Dafür krieg ich als Belohnung, als Spieler, der hier reinkommt, krieg ich minus 12 Punkte beim Unentschieden. Minus verfickte 12 Punkte. Nach 2 Lose und 1 Unentschieden krieg ich minus 12. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas stimmt hier doch ganz gewaltig nicht. Entschuldigung, dass ich versucht habe, mit dem Deck in der Rangliste vorwärts zu kommen. Ich komme dann mit meinen Zwergen wieder, die sich bis ins Unendliche pushen. Ich komme mit dem Fressdeck rein, die sich bis ins Unendliche pushen. Entschuldigung, dass Decks, die ein bisschen mehr brauchen als raushauen, 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 raushauen und hoffen, dass der Gegner kein Gerard Art hat, nee, kein Gerard Igni, schon Gerard Igni hat, kein Scorch hat oder keine D-Bomb. Entschuldigung, dass ich ein Deck spiele, was darauf hofft, dass der Gegner diese drei Karten nicht im Deck hat. Oder Wetter, oder als Fraßdeck gegen ein Wetterkontrolldeck spiele. Entschuldigung, dass ich es gewagt habe, mit einem etwas anderen Deck zu spielen. Tut mir leid, dass ich dann noch für ein Unentschieden minus, also, ungelogen. Ich hätte gesagt, okay, es wäre gut gewesen. Wäre scheiße gewesen, ist heute nicht mein Tag, hätte ich gesagt, wenn es einfach 0 Punkte gewesen wäre. Oder für ihn und mich plus 13. Aber für ein Unentschieden, minus! Minus! Wo komme ich verfickt denn da nochmal hin? Ja, so hält ihr eure Leute in diesem Game, damit ihr so eine Scheiße da verzapfen könnt. Minus nach sowas! Verfickt nochmal Minus. Gut, schade. Ich hatte echt gehofft, ein neues Deck für mich zu finden, was mir Spaß macht. Nur leider macht's keinen Spaß, wenn ich in der Rangliste vom behinderten Kackdeck zerfickt werde. Warum sind die überhaupt noch Joten? Warum sind die nicht in den höchsten Sphären der Rangliste und duellieren sich da mit den Profis? Ach, Mann. Komm. Komm. Machen wir ein Fass auf. Ha. Was ich ja nicht sowieso schon gerade längst getan habe. Oh, ich kann mir sogar noch zwei holen. Zwei, komm. Zwei, Leute. Jetzt gibt's am Ende sogar zwei. Ja, halt die Fresse. Ich kann dich gerade nicht hören. Halt die Fresse, halt die Fresse. Oh, schon mal hier was blau. Oh, zwei blaues. Habe ich schon alles. Welch ein Zufall aber auch. Oh, lila. Nice, was Neues. Brienner Bran. Danke. Dass du mich letztens hier versuchst, halbwegs zu schlichten. Weiteres Fass öffnen, bitte. Bitte doch. Ja, schon mal nix.
Auch ein Haufen Bullshit. Hab ich schon. So. Dann war es das jetzt mit der Rangliste, Leute. Wenn ihr euch hoffentlich unterhalten gefühlt habt, lasst einen Daumen nach oben da. Und jeder, der jetzt hier, weil ich rumrage, einen Daumen nach unten gibt, ist ein Vollidiot. Nein, von mir aus könnt ihr es machen. Ist mir auch scheißegal. Bloß ihr braucht nichts zu tun. Nur weil, jetzt mal ganz im Ernst, ich kenne genug von euch Leute, bei denen läuft es genauso. Und ihr könntet genauso ausrasten. Nur im Gegensatz zu euch mache ich es halt. Und dann nehme ich auch, ich bin keiner von diesen krassen anderen Profi-Gwent-Spieler. Ich muss das neben meiner Freizeit machen. Und es gibt aber auch noch andere Games, die ich zocke. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht der Solo-Karten-Typ. Wenn die daran Spaß haben, so viel Zeit in Gwent zu verbringen und darin so gut zu sein. Und wenn sie mal verlieren, machen so, ja, das passiert mal. Ich darf mich aufregen, ich reg mich auf. Wenn ihr euch gelegentlich auch so aufregt, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Ich drehe gleich am Rad, mir ist heiß, mir ist warm, ich mache das Fenster gleich auf, ich trinke was. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bei Sebastian, euren Gamer-Neighbor. Zu einer weiteren Folge Gwent The Witcher Card Game. Haut rein.